Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von Rasant Flummi. Wir testen heute den Maximum-Modus. Spiele beginnen mit 12 Kristallen. Ich habe mir heute mal den Schlamm-Elementar hier ein bisschen reingeklotzt. Ich dachte mir, der ist schön schlammig und der ist auch gut designt. Der muss ja irgendwie was haben. Guck mal, der auf seinen Kollegen, dem Schwarzen Ritter, haut er da eigentlich ganz gut rein. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt, weil eigentlich ist das ja nicht schlimm. Es schadet ja nicht, wenn wir starten. So, gegen den Fey. Das Skelettkönig rein. Schlammelementar und da unten Bombe, damit das da besser funktioniert. Ich glaube, in der Mitte werden wir mal ein Meteor machen. Das lohnt sich. Weil das Skelettkönig ja fast noch überlebt, aber nur fast. Der Schwarze Ritter ist natürlich böse. Aber wir haben noch zweimal Heilung. Da retten wir uns nochmal ganz gut aus der Lage. Falls wir noch auch zu dem Skelettkönig kommen sollten, wäre das natürlich noch ganz gut. Aber da kommen wir nicht mehr zu. Und das Game ist hier leider durch. Und das ist halt ein bisschen schade. Das ist halt wirklich sehr schade. Wir springen allerdings ins nächste Spiel rein. Damit das klappt. Gutes Spiel. Viel Erfolg. Und den hier habe ich eben vergessen. Tut mir leid. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das wäre sehr, sehr gut. Haben wir einfach direkt mal Doppelschwarze getan. Doppel ist immer besser. Schlammelementar hat auf jeden Fall auch ordentlich was viel zu tun mit dem Doppelschwarzen Ritter. Ist allerdings auch nicht für Schlammelementar so gut. So, machen wir erstmal so, damit hier mal ein bisschen die Ruhe herrscht. Denn in der Ruhe liegt ja die Kraft. So, ich hoffe, der Schwarze Ritter schafft das hier nicht. Gegen den Kollegen, aber er schafft es anscheinend trotzdem. Aber es ist relativ egal. Wir müssen noch was gegen den Henker unternehmen, was ein Problem sein wird. Aber ich hoffe, das schaffen wir. Doch, das schaffen wir. Oder können wir gleich ein Meteor reinmachen. Mit Wut auch noch, okay. Der Meteor ist besser. Schauen wir aber noch einen. Ich habe gerade nichts. Reicht nicht. Haben wir zum Glück noch eine Bombe. Sonst wäre es eh noch ganz schlimm. Jetzt haben wir natürlich verloren, weil wir haben keinen Flächenschaden. Wie soll ich das denn anders regeln? Kann ich ja nicht machen. Kann ich ja nichts machen. Was soll ich da machen? Ich kann nur hier sowas spielen. Ich spiel da Wut drauf. Na gut, da ist ja klar, wo man da verliert. Man verliert manchmal im Leben. Ist halt so. Guck mal, und hier, was wenn er so eine große Erscheinung hat, Leute? Er hat so eine riesen Erscheinung. Was soll ich denn da tun? Da ist das Game durch. Da kann ich mich wehren. Wie ich letztendlich will. Da komme ich nicht bei rum. Ist halt so. Schade, schade, schade. Gegen den Haarshit. Hat er irgendwie was mit dem Haar oder was ist mit dem? Oder nennt er sie immer sein Haar Haarshit? Oder Holy Haarshit oder kann. Ach, was weiß ich. Ist mir wurscht. So, Blitz ist draußen. Schlammi. Für Schlammi freie Bahn. Wie gesagt, ist Schwarze Ritter und Schlammelementar haben halt manchmal ihre Schwächen. Wenn jetzt Skelettkönig oder so kommen, ne? Dann ist halt da manchmal echt vorbei. Da werden wir mal Meteor reinhauen. Da erwischen wir nämlich noch den Krieger. Heilung zweimal rein. Ging jetzt kein Pflichtschaden, ist aber, denke ich, okay. Was kriegen wir noch? Skelettkönig. Spielen wir rein. Aua, Meteor tut immer weh. Doppelte Karten. Ich warte noch, was kommt für Karten. Okay.
So, dann brauchen wir unten ganz dringend den Henker. Das steht mal fest. Und dann werden wir hier mit dem Schlammelementar nicht ein bisschen regeln. In der Mitte. Oder auch mit der Bombe geht das natürlich auch. Und ein bisschen in der Mitte ein bisschen rushen. Mit dem Schlammelementar auf jeden Fall auch noch dazu. Das ist echt nervig mit dem. Der ist ganz schön schlimm. Der lässt uns hier nicht in Frieden. Das ist mal sicher. Aber es ist ein hartes Match. Es ist halt echt ein hartes Match. Es ist echt ein hartes Match mit ihm. Der lässt uns keine Wahl. Aber wir müssen jetzt hier raus. Und Dämon war relativ verschwendet. Weil ein Skelett wegzumachen lohnt sich jetzt nicht so richtig. Da haben wir Meteor einfach mal drauf. Und eine Bombe und das Ding müsste eigentlich durch sein. Irgendwie mein Internet geht gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. So. Gutes Spiel. Viel Erfolg. Und den hier. Ja. So ist das. Mit dem Haarshit. Leute. Was haben wir denn im Shop? Ein Skelettkönig. Okay. Wir haben einen Skelettkönig im Shop. Okay. Ich verstehe schon. Öffnen wir kurz die Kisten. Mal schauen, was wir da haben. Oh, so. Heilung. Oh Gott. Heilung immer wieder gut. Weil Heilung muss eh erstmal hochgelevelt werden. Was haben wir in der anderen Karte? Einmal Meteor. Auch sehr gut habe ich in meinem Hauptdeck drin. Und wir sind bei den 2000 Gold angekommen, was auch sehr gut ist. 6-mal Pfeile, okay. Einmal Piraten, finde ich gut. Gold fließt. Mal schauen, was wir noch upgraden können. Hallo? Ja, danke schön. Was können wir denn noch upgraden? Zorn. Gift könnte ich machen. Gift ist natürlich giftig. Schlammelementar Level 2, ne? Schlammelementar Level 2 ist halt so eine Sache. Das ist echt eine. Na, das reicht eigentlich noch nicht. Ja, WhatsApp. Ich habe keine Ahnung, was diese Fehlermeldung soll. Diese Fehlermeldung von WhatsApp. Ich tut mir leid, wenn das öfter kommt, aber ich kann da, denke ich, auch nicht so viel machen. So, Statue. Was haben wir denn hier? Gift. Balliste 400. Können wir uns erlauben? Oh, WhatsApp. Ja. Ich habe irgendwelche diese Benachrichtigungen. Die nervt. Die nervt ja extrem. Aber egal. Ballista Level Nummer 4. Das ist echt wunderbar. 25 Erfahrungspunkte. Unser Level steigt auf jeden Fall auch noch ordentlich auf. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Bewertung wert. Lasst ein Like da, lasst ein Dislike da. Abonniert mich, ich hab keine Ahnung. Macht, was ihr wünscht. Macht, Quatsch. Macht einfach, was ihr wollt. Macht, was euer Bauchgefühl sagt. Und dann entweder Like oder Dislike. Ich will jetzt zu keinem drängen. Ich sag nur, es wäre schön ein Like, aber ihr müsst es nicht tun. Und ich würde sagen, das war euer Rasanflumi hier wieder mit einer neuen Runde Katsuquatsch. Und würde mich freuen, wenn euch das gefällt hat, hier was passiert hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.